Willst du bei ihm bleiben, von jetzt an bis zum Schluss, beim Musiknachmittag im Domradio mit Tommy Milhaum. Hier ist Susi Kerskens von Klee und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Musiknachmittag. Domradio, der Musiknachmittag. 4 Stunden Musikwünsche, Hits, Oldies, Gäste, Events und Sport. Hello Again heißt das neue Album von Klee, der Gruppe aus Köln, nach 4 Jahren Pause. Sängerin Susi Kerskens ist im Studio. Heute, 14 Uhr, Musiknachmittag. Ich bin Susi Kerskens von der Band Klee und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Musiknachmittag. Domradio, der Musiknachmittag. Samstag, 14 Uhr. Das will ich hören. Ich hoffe, Sie wollen bei mir bleiben und es lohnt sich. Klee, die Band, die wir gerade gehört haben, ist jetzt im Interview. Zumindest Susi Kerskens, die Sängerin. Jawohl, hallo. Hello again. Hello again. Warum hello again? Erstens, weil Susi vor nicht langer Zeit bei mir im Studio war. Zweitens, weil Klee mit ihrem neuen Album Hello Again sagen. Das letzte war ja von 2011, das wir gerade gehört haben. Und seitdem hat es kein neues Klee-Album mehr gegeben. Dieses Hello Again begann mit einem Werbespot für Limonade, stimmt's? Ja, genau. Die haben uns gefragt, ob wir Lust hätten, Hello Again von Howard Carpendale, den Song, den tatsächlich hat ja, das. Ja, hat ja jeder im Kopf, ob wir den vielleicht neu vertonen könnten. Und da haben wir gesagt, ja, why not? Ne? Kann man ja mal machen, warum nicht? Und haben uns dessen angenommen und haben es so ein bisschen in die 60s-Richtung gemacht, ein bisschen weg vom klassischen Schlagersound. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und dann sind wir eigentlich relativ zügig danach hier im Köln, im Gottesweg-Studio gewesen, um unser eigentliches Studioalbum aufzunehmen, was eigentlich anstand, das 6. Klee-Album. Und haben eigentlich dieses Hello Again zum geflügelten Begrüßungswort immer gehabt mit allen Musikern und allen Beteiligten, die da waren, ja, wenn man reinkommt. Hello Again. Weil wir selber überrascht waren, wie gut die Nummer ankam durch diesen Spot, durch die Werbung, dass wir da gute Resonanzen bekommen hatten und so, weil wir gar nicht gesagt haben, ja, das ist jetzt von uns, ich habe das gesungen, sondern das war einfach so dabei und trotzdem haben die Leute es erkannt, dass es von mir gesungen war. Und dann haben wir uns so darüber unterhalten, intern mit den Musikern, wie so Nummern eigentlich für uns, so alte Lieder, alte Schlager, was die für eine Bedeutung für uns jetzt noch haben. Und da sind wir eigentlich relativ schnell auf die Idee gekommen, dass es Spaß macht, sich solchen Perlen anzunehmen. Und ja, da haben wir eigentlich diese fixe Idee gehabt. Und wenn man so eine fixe Idee hat, dann denkt man, jetzt muss ich die umsetzen. Jetzt kann ich natürlich noch lange vorbereitend warten, bis ich das veröffentliche und im nächsten Sommer und im nächsten Jahr. Aber das musste raus. Und dann haben wir eigentlich quasi einen kleinen Sommerurlaub gemacht von unserem eigentlichen Studioalbum, haben musikalisch unsere Koffer gepackt und haben daraus ist Hello Again entstanden. Und zack, ist es da. Ohne große Promotion, ohne große Vorbereitung, große Plakatierung, sondern weil wir so Spaß dran hatten, das umzusetzen, haben wir gedacht, mal gucken, wie es ist, wenn die Leute, die es dann hören können, vielleicht haben die ja genauso viel Spaß, einfach aus aller Menge heraus, sagt man ja eigentlich. Ja, in nur 2 Wochen aufgenommen, ne? Ja. Eine lange Zeit wäre jede Band sofort völlig uncool gewesen, die sich diesen alten Helden verschrieben hätte. Jetzt haben wir mal so viele Jahre lang viel Mist gehört, dass man sagen muss, also die waren gar nicht so schlecht, wie sie von allen gemacht wurden, ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es liegt aber auch daran, dass viel Zeit vergangen ist, ne? Und damals in ihrer Zeit, die Songs haben natürlich auch in die musikalische Umsetzung, die Zeitzeuge ihrer Zeit ist. Also wenn man daran denkt, da ist natürlich viel Zuckerguss, viel Schmalz, viel, ich sag jetzt mal auch Melodien und Uus und weiß ich nicht was, die damals total modern ja, waren, die heute kein Mensch mehr machen würde und die man auch, ja, das verändert sich. Das ist ja auch gut, dass das Leben und die Zeit halt in einem Fluss ist und dass sich Dinge verändern und nicht für Ewigkeiten so bleiben müssen. Und das war eigentlich auch so eine Herausforderung von uns, das so ein bisschen dran zu erinnern, die Songs nicht total umzupolstern, umzumöbeln, sondern eigentlich auch so im Grunde so zu lassen. Wir haben ja gar nicht viel verändert. Wir haben halt ein bisschen vom, wenn ich jetzt so sagen darf, ohne despektierlich, so ein bisschen vom Schmalz teilweise weggenommen. Hier sind Klee vom Album Hello Again mit ihrer Version Hello Again. Vom neuen Album von Klee, Hello Again. Wenn ich an Howard Carpendale
denke, sehe ich mich in einen Bademantel gewickelt auf dem Sofa mit meinen Eltern sitzen und in irgendeiner Fernsehshow kam Howard Carpendale. Wo siehst du dich, wenn du an Hello Again oder Howard, Howie denkst? An Howie. Ja, ich habe so ein ähnliches Bild und so eine ähnliche Erinnerung. Ich hatte keinen Frotte-Bademantel, aber ich hatte auf jeden Fall ein Nachthemd oder einen Schlafanzug an und die ganze Familie hat sich samstags abends 7:45 vorm Fernseher versammelt. Es gab Bitterküss bei uns am Niederrhein, gab mit lecker Bitterküss dazu, vielleicht ein hart gekochtes Ei noch und dann wurde halt am laufenden Band oder der große Preis, nee, das war donnerstags. Stimmt, Simtölke. Genau. Unvergessen. Das wurde dann halt geguckt und halt auch gefeiert und da war man auch gespannt und das waren ja ganz andere Fernsehzeiten. Also ich meine, ich rede jetzt so von damals, aber das war's. Es war ein Ereignis. Das hat die Familie näher zusammengebracht, solche Sachen. Und wenn man jetzt so bedenkt, die Songs erzählen ja auch Geschichten, was ja auch so ein bisschen verloren gegangen ist in der heutigen Zeit. Ich finde das ja schön, wenn man von anderen Leuten Geschichten erzählt bekommt und man zuhören kann und das so, Fotos oder Erinnerungen Teile eines Lebens sind. Und so Lieder gehören halt auch unmittelbar dazu. Also für meinen Teil, das waren natürlich auch Songs größtenteils, die ich gar nicht selbst entschieden gehört habe. Mhm. Also die musikalische Sozialisierung, die jeder ja hat, die fängt ja erst viel später an in der Pubertät, wo man dann sich abgrenzt von dem, was die Eltern hören, das als uncool findet und dann selber Sachen entdeckt. Und das sind ja fast alles Lieder, die damals zu Hause bei uns im Radio oder wie gerade samstags abends im Fernsehen liefen, die man einfach auch, die man mitgenommen hat, die Teil der Familie waren. Also es ist ja fast so, wenn ich an Reinhard May denke, dass ich denke, der hat bei uns zu Hause mit am Küchentisch gesessen und eine Suppe gegessen. Man meint, man müsste sich kennen, selbst wenn man sich noch nicht gegenüberstand. Genau. Die australische Band Wildfly, die hier zu Gast war, hat über ein Jahr versucht, von Reinhard May die Genehmigung zu bekommen, über den Wolken zu spielen. Ja, aber dann natürlich mit Textänderungen auf Englisch vielleicht, ne? Mit deutschem Text tatsächlich, okay. Aber in einer abgewandelten Coverversion. Mhm. Auf eurem neuen Album ist es jetzt drauf, über den Wolken. Ging es bei euch schneller? Nee, es ist halt so, wenn man 1:1 covert und den Text so lässt, die Melodie so lässt, da nicht in der Komposition herum. Keine Bearbeitung macht. Keine Bearbeitung macht, genau. Dass man das machen darf. Es gibt ja auch ganz viele auf Straßenfesten oder so, die AC/DC-Coverband, die, weiß ich nicht, Helene Fischer-Coverband. Und die können das auch einfach machen, wenn du es respektvoll und im gleichen Genre bleibst. Wenn du jetzt daraus eine Heavy-Metal-Nummer machst, so, dann musst du, glaube ich, da musst du fragen. Das heißt, Reinhard May weiß nichts davon. Mittlerweile weiß er, glaube ich, schon was davon. Gab es eine Reaktion von ihm? Nee, noch nicht tatsächlich. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn einer der noch lebenden Künstler das Wohlwollen mal erwähnt. Das, ja, was heißt erwähnt? Aber ich muss die vielleicht auch alle, das ist ja alles noch ganz frisch, ich muss die vielleicht auch alle nochmal in einen Umschlag packen und da mal draufschreiben, Reinhard May in, ich weiß gar nicht, wo er wohnt. Berlin? In Berlin. Würde ich annehmen, ja. Er kommt ja aus Berlin, dahin zu schicken, genau. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Jetzt hören wir es auch über den Wolken. Klee. Susi Kerstens von Klee ist mein Gast beim Musiknachmittag im Domradio. Hello again, sagen sie mit ihrer gleichnamigen CD. Und der gute alte Salvatore Adamo wird auch drauf gewürdigt. Wer hätte das gedacht? Es geht eine Träne auf Reisen. Ist das Ironie, wenn ihr die Nummer spielt? Nee, gar nicht. Also das Album ist überhaupt nicht ironisch. Es hat, wenn man so will, ein leichtes Augenzwinkern, weil es alles Titel von männlichen Interpreten sind. Und ich habe den Text nicht verändert. Und ich bin ja nun mal eine Frau und singe aus natürlich von meiner Warte aus. Und wenn man aufmerksam zuhört, dann kann man natürlich manchmal denken, was singt sie denn da? Und stellt ein bisschen so dieses Klischee und damalige, vielleicht auch etwas verstaubte die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau ein bisschen auf den Kopf, wenn man das so zulassen will für sich selber. Muss ja aber auch nicht. Und ich finde, das ist eine wunderschöne, ganz sehnsuchtsvolle Nummer. Und das beschreibt natürlich auch was, wenn man jemanden vermisst, wenn man von jemandem getrennt wurde, auch in der heutigen Zeit, keine Ahnung, Wochenendbeziehung oder jemand muss eine lange Reise machen, wenn man sich verabschieden muss von jemandem.
dass es halt nicht ist, dass die Träne an sich auf Reisen geht, sondern dass es halt ein Bild dafür ist, dass man traurig ist, weil jemand nicht bei jemandem sein kann. Mhm. So, ungefähr 5 Jahre erst her, dass ich Adamo auf der Bühne gesehen habe, in Belgien, in seiner Heimat. Da hast du mir was voraus. Immer noch gut bei Stimme, ja, und mit so einem kleinen Orchester. Toll. In Spa. Ach, das war sehr schön. Mhm. Gab es eigentlich Fans, die euch dieses neue Album übel genommen haben, weil es so anders ist als andere Klee-Alben? Übel genommen, ja, gab es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagte, was ist das denn jetzt so? Jetzt haben wir so lange gewartet, ist euch denn nichts mehr eingefallen? Aber da muss man auch sagen, kann ich auch verstehen, ein Stück weit, weil man hätte es natürlich vorher auch erklären können, ne? So, wir machen das jetzt. Plötzlich war es da, als, so ist ja, mir auch. Als kleine Zwischengeschichte, das nächste Album kommt im Frühjahr, wir sind ja auch fast fertig damit und wollten das jetzt einfach wirklich, das musste jetzt sein. Das musste jetzt raus, ganz einfach. Und dann waren viele halt dadurch, dass sie einfach nur gelesen haben, das ist jetzt gecovert, die Titel, was ist das denn, ohne es gehört zu haben. Aber die Leute, die es dann gehört haben, die waren dann schon so, wow, hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Und das klingt wirklich, das klingt modern, das klingt gut, das ist schon irgendwie Klee. Das war natürlich auch eine große Arbeit. Oder ja, die Lieder auch zu meinen eigenen Liedern zu lassen. Ich bin ja beim normalen Klee-Songs keine Interpretin. Es sind ja Lieder, die aus meinem Leben, aus meinem Herzen, aus meiner Seele herauskommen. Und jetzt habe ich Songs gesungen von jemand anderen, also das Gefühl eines anderen versucht zu verstehen und auch Teil meiner Gefühlswelt werden zu lassen. Und das war natürlich auch ein Angehen, dass es halt auch eben, wenn du von Adamo sprichst oder von Gilbert Bécaud oder so, die haben Nathalie, ja, das Charmante ist natürlich auch, dass sie mit ihrem französischen Akzent zum Beispiel singen. Das konnte ich ja nicht nachmachen. Ich parodiere das ja nicht oder ich Gott sei Dank, muss ich sagen. Mach es nicht. Ja. Und das war manchmal eine Schwierigkeit, weil die Lieder natürlich bei mir auch genauso in Fleisch und Blut übergegangen sind mit diesem, zum Beispiel bei Gilbert Bécaud, Universität, was er langzieht. Und das ist bei ihm charmant. Aber wenn ich das singen würde, wird man denken, da hat sie aber das Timing nicht getroffen. So. Jetzt hören wir rein. Salvatore Adamo, es geht eine Träne auf Reisen. Susi Kerstens von Klee ist bei mir. Band aus Köln stellt ihr neues Album Hello Again vor. Und über eine Nummer habe ich mich gewundert. Udo Lindenbergs, ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Mhm. Da würden jetzt eingefleischte Lindenberg-Fans wahrscheinlich an die Decke gehen, wenn man dieses Lied gut in eine Platte packt mit Adamo und Howard Carpendale. Ja, aber eingefleischte Lindenberg-Fans wissen dann auch, dass ohne Udo Lindenberg die deutschsprachige Musikszene nicht die wäre, die sie heute ist, weil er war wirklich Pionier und Vorreiter für all das, was wir jetzt hören können, was wir damals hören können. Und lustigerweise muss man noch sagen, dass die letzte Nummer vom Album, Unser freies Lied, ja, im Original ein italienischer Song ist von Lucio Battisti und Udo Lindenberg hat es übersetzt ins Deutsche. Ach, der Text ist im Original, im Deutschen von Udo Lindenberg. Und da möchte ich dann auch sagen dürfen, da muss man auch mal ein bisschen offener sein, auch als eingefleischter Fan. Gäbe es Klee ohne Udo Lindenberg? Kann ich so natürlich das nicht sagen. Ich kann ja weder in die Zukunft noch in die Vergangenheit fahren, gucken, was ja auch ganz gut ist. Aber ich glaube, dass allein die Popmusik in Deutschland nicht die wäre ohne Udo Lindenberg. Und zur Popmusik, deutschsprachigen Popmusik zählen wir ja auch. Wir sprechen mehr gleich. Susi Kerstens von Klee ist bei mir. Und die Geschichte von Klee begann ja eigentlich sehr tragisch. 1997 gründeten Susi und Stan und zwei andere Musiker eine Band namens Rally und nahmen ihr vielversprechendes Debütalbum auf, hieß auch Rally. Und 2 Jahre später verunglückte die Band auf regennasser Straße ganz schwer, ein Autounfall. Alle außer Susi wurden schwer verletzt und konnten 3 Jahre lang keine Musik mehr machen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als ihr dann irgendwann beschlossen habt, jetzt machen wir doch weiter?
Das war eigentlich so ein bisschen ein fließender Übergang, weil man hatte das natürlich in sich. Wir haben aber gesagt, das kann nicht mehr Rallye heißen, nicht weil der Name Programm ist wegen des Unfalls, sondern da haben wir uns bei einem Videodreh, als wir unterwegs waren, in Belgien, in Paris, in London, und dann sind wir nachts noch zurückgefahren und gesagt, ja komm, das Streckchen von Calais bis nach Köln, das schaffen wir auch noch. Haben wir uns komplett überschätzt und überschlagen, und das ist natürlich auch ein Programm. Also das ist natürlich das, was man dann auch mitnimmt, dass man halt sein Leben Dinge nicht immer so überschlagen macht, sondern auch mal vernünftig eine Pause einhält, auch mal bedächtiger ist, und ne, das, da waren wir so, dass das muss jetzt was anderes sein. Und als die Knochen dann wieder heil waren, war aber das ganze Innere noch nicht wieder hergestellt, und dann haben wir ganz langsam angefangen. Und damals war es so, dass wir hatten ein kleines Studio zu Hause, dass diese Sachen, die man auch an einem Computer machen kann, die ganzen, es ist jetzt natürlich sehr, sehr fachlich, Plugins, die es gibt für Musikinstrumente, wo man nicht selber ein Schlagzeug spielen muss, sondern das mit einem Drumcomputer, den kennt man ja mittlerweile auch in größerer Ordnung selber zu Hause machen konnte. Und das war für uns dann eigentlich so eine technische Chance, dann doch wieder langsam anzufangen. Und dann haben wir das Ganze gemacht und haben uns überlegt, wie klingt das eigentlich alles? Und da war die Parallele zu den Bildern von Paul Klee da, mit seinen Flächen, seinen Konturen, seinen statischen Momenten auch da drin. Da haben wir gedacht, das ist das Pendant. Das sieht man heute noch auf dem Cover der CD. Ja, wenn man so will, kann man das durchaus so sagen. Ja. Und auch Klee wie die Pflanze. Wie die Kleepflanze, ja. Also ist ja auch ein Glückssymbol, ne? Der vierblättrige Klee. Es ist eine Pflanze, die auf der ganzen Welt wächst, überall. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Bild. Habt ihr getrauert, als Udo Jürgens kurz vor Weihnachten gestorben ist? Ja, ich fand es schon sehr traurig, weil der hat mich ja auch mein ganzes Leben begleitet. Also seitdem ich denken kann, gab es auch Udo Jürgens und auch seine Musik und auch bei uns zu Hause. Ich finde es einen ganz großartigen Künstler. Er hat ganz viel für die deutschsprachige Musik vorbereitet, muss ich sagen. Er war immer so der große Gentleman im Ganzen, auch im ganzen Schlagerbereich. Da gab es überhaupt nichts dran zu rütteln. Das ist wirklich eine Ikone. Und natürlich war man traurig, aber er hatte, also man denkt ja dann auch immer, ja, hat er auch ein ausgefülltes Leben. Und er ist ja zwischen seinen Live-Touren, ist er ja auch verstorben, so mitten in der Musik letztendlich. Und ja, weiß ich nicht, ist natürlich für die Zurückgebliebenen schwacher Trost, aber da denkt man immer, ja, da hat er den richtigen Moment vielleicht gewählt. Hello Again, das neue Album von Klee haben wir vorgestellt, und das ist auch drauf. Immer wieder geht die Sonne auf. Udo Jürgens, Susi Kerstgens, danke fürs Interview. Ich danke.